Im- und Export sowie Kupferbergbau waren Grundvoraussetzungen für die Herstellung der berühmten Himmelsscheibe, die bei Nebra gefunden wurde. Ende November wurde in der Arche Nebra Interessierten der Kupferbergbau präsentiert. Es gab ja in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen, woher das Kupfer kommt, beziehungsweise Untersuchungen. In ganz Europa, alle großen Kupferlagerstätten wurden untersucht und dabei wurde festgestellt, dass das Kupfer eben aus den Ostalpen kommt. Und seit den letzten 3-4 Jahren kann man das jetzt noch näher eingrenzen und wirklich auf eine spezielle Lagerstätte in Österreich praktisch zurückzuführen. Im Salzburger Land wurde bereits 1800 vor Christus für damalige Verhältnisse Kupferbergbau betrieben. Aber auch schon 4000 Jahre vor Christus wurde mit dem Abbau und der Verarbeitung von Kupfer begonnen. Bereits damals wurde ein Reinheitsgrad erreicht, der dem heutigen vergleichbar ist. Am Anfang wurde praktisch oberflächlich das Kupfer abgebaut bis in eine Tiefe von 2 Meter. In der mittleren Bronzezeit dann, wo dann die Hochblüte dieses Bergbaus war, vor circa 1600 bis 1800 vor Christus, da wurde dann das Kupfer wirklich im Tiefbau bis 200 Meter tief unter die Erde praktisch abgebaut, mit einfachen Bronzewerkzeugen, an der Oberfläche auch mit Feuer. Und mit verschiedenen Steinschlägeln, Bronzeschlägeln, Holzwerkzeug. Der Vortrieb damals lag schätzungsweise bei 1 Zentimeter pro Tag. Allerdings konnte nur in den Sommermonaten Bergbau und die Weiterverarbeitung betrieben werden. Es wurde ja nicht ein Bergwerk betrieben, sondern es wurden zahlreiche Bergwerke betrieben. Und dieses Erz musste dann ja auch gefördert werden, es musste aufbereitet werden. Wir wissen, dass über 200 Schmelzplätze in der Umgebung waren. Viele waren parallel, also gleichzeitig im Betrieb. Wir denken momentan, also circa 200 Menschen, die dort gearbeitet haben. Und das über einen Zeitraum von ungefähr 700 bis 800 Jahren. Die Wissenschaftler sind sich noch nicht einig darüber, woher das Grundwissen für den Bergbau und die Verarbeitung kam. Es könnte aus dem Osten durch Migration nach Europa gebracht worden sein. Wir wissen auf alle Fälle, dass im Mitterbergbereich, dass praktisch dort eine spezielle Technologie selbstständig entwickelt wurde. Und diese Technologie wurde dann praktisch in ganz Europa verbreitet. Wir sprechen vom Mitterberg-Prozess. Der Mitterberg war sozusagen federführend in der Technologieverbreitung von diesem Verarbeiten. So finden sich in allen Teilen Europas Spuren von Schmelzöfen und allem, was mit dem Schmelzprozess im Zusammenhang steht. Die Maße der Vorrichtungen sind nahezu identisch, um Kupfer in entsprechenden Mengen zu gewinnen. Es gibt ältere Berechnungen aus den 1930er Jahren. Da wird von 20 Tonnen pro Jahr gesprochen. Jüngere Berechnungen sind da etwas vorsichtiger, die sprechen von 11 Tonnen. Kupfermetall pro Jahr, das produziert wurde und dann in ganz Europa bis nach England, bis nach Dänemark, aber auch eben bis hierher für die Himmelsscheibe von Nebra praktisch verliefert, verhandelt wurde. Jährlich über eben mehrere Jahrhunderte, das ist schon eine sehr, sehr enorme Menge. Wie der Handel damals funktionierte, ist bis heute ungeklärt. Verarbeitet wurde das Kupfer aber nicht am Ort der Gewinnung. Es wurde in runden Gusskuchen, wenn man so will, exportiert. Es war das einzig bekannte Gebrauchsmetall. Das war natürlich sehr wichtig für zum Beispiel eben Waffen. Wir finden sehr viele Schwerter, Lanzen, Beile, Holzbearbeitungsgeräte. Wir haben besonders auch im Kupferbergbau, im Bronzezeitlichen, sehr viel bearbeitete Holzer gefunden. Da gibt es eben auch Meißeln dazu, da gibt es Schlägel dazu aus Bronze, da gibt es Beile verschiedener Art dazu, mit denen man das Holz bearbeitet hat. Wo die Himmelsscheibe hergestellt wurde, ist bisher unbekannt. Der Vortrag heißt eben von Mitterberg zum Mittelberg. Die Hauptfundstelle, die bronzezeitliche, die war eben am Mitterberg, ein kleines Almgebiet. Und da wurde der Kupferbergbau, der moderne Kupferbergbau 1827 wiederentdeckt. Und deshalb sprechen wir in der Wissenschaft, in der Forschung heute vom Mitterberggebiet. Aber das umschließt nicht nur diese Almfläche mit dem Mitterberg, sondern auch die Region rundherum. Mittels verschiedener geochemischer Untersuchungen, bei denen die Menge an Spurenelementen anderer Metalle analysiert wurden, konnte das Kupfer sogar einem speziellen Stollen zugeordnet werden. Es gibt dann noch zusätzlich die Bleiisotopenuntersuchung. Man kann dann noch das Alter der Lagerstätte messen. Und diese Information geht auch im fertigen Metall nicht verloren. Und die Kombination zwischen Geochemie
Und Altersbestimmung ergibt dann wie einen Fingerabdruck, der, man könnte fast sagen, einmalig ist, wie bei Menschen. Und deshalb kann man sehr, sehr genau sagen, woher das Kupfer am Mitterberg gewonnen worden ist. Wir können sogar noch unterscheiden, es gibt mehrere Reviere und wir können sogar das Revier praktisch ermitteln, wo das Kupfer abgebaut worden ist für die Himmelsscheibe. Analysen haben ergeben, dass das Gold für die Himmelsscheibe aus dem Fluss Carnon in Cornwall, England stammt. Auch das in der Bronze enthaltene Zinn soll ebenfalls von dort kommen. Die Arche Nebra plant zu diesem Thema eine Sonderausstellung. Da diese sehr umfangreich sein wird, steht ein Termin noch nicht fest. Vielleicht gibt es bis dahin weitere Erkenntnisse.